Haben wir ein paar Trophäen, das von 2013. Nichts zerbrochen. Lando war da noch nicht in der Formel 1. Wir warten jetzt kurz aufs Taxi und dann geht's ab. So, wir sind am Flughafen angekommen. Heathrow, Terminal 5. Und hier regnet es auch schon. Anscheinend Belgien soll auch überwiegend regnerisch sein. Aber ich freue mich nicht. Wir sind durch Security Gates und ihr seht ja hier schon, es ist einiges los. Deswegen werde ich jetzt auch nicht zu lange filmen. So, wir sind jetzt im Flieger. Shakes hier. Olli und Danny. Und jetzt geht's los. Belgien. So, wir sind jetzt in Brüssel angekommen, den ganzen Flug geschlafen. Wir machen jetzt unseren Weg zum Taxi, zum Gate und ab zum Hotel. Der Kollege ist zu groß fürs Parkhaus. So, Freunde, wir sind jetzt im Hotel angekommen und wir machen mal eine kleine Roomtour together. Es ist echt geil hier. Also, wir sind in Maastricht in den Niederlanden. Es gab nichts, was näher dran war jetzt noch. So ein bisschen last minute, denke ich mal. Und auch allgemein ist einfach viel ausgebucht. Man sieht vielleicht hier draußen, wir haben einen Pool. Wir haben leider kein Fitness. Ich dachte, hier wäre ein Fitness, das wäre geil gewesen. Aber einiges am Platz. Wir haben eine Couch, hier eine kleine Arbeitsfläche, Fernseher. Bett ist recht groß. Dazu noch schöner Kühlschrank hier, kleine Minibar, nice. Ein Safe, dann hier unten haben wir noch einen Wasserkocher und sogar eine Nespresso-Maschine, also richtiger Rich Kid Room. Ein Badezimmer, sieht so aus, ist recht nice. Dusche, auch cool. Toilette, separat. Hier in dem Zimmer. Damit hat sie es auch schon. Es ist jetzt gerade 23 Uhr. Morgen müssen wir schon um 8 Uhr hier los. Es war jetzt ein langer Tag mit Reisen. Wir waren vorher noch beim Magus. Nee, aber ich freue mich auf die Tage. Und ich hoffe, ich sehe einige von euch da draußen. Es wäre geil. Wir sehen uns dann morgen früh wieder. So, wir sind jetzt in Spanien gekommen. Jano ist heute auch mit am Start. Jano, you wanna say something in German? Hallo, Menschen. Willkommen zu Spa Francorchamps. Jetzt geht's ins Paddock, vielleicht was essen oder ich habe keine Ahnung, was wir als erstes machen. Es ist echt ein bisschen enger, als ich es in Erinnerung hatte, beziehungsweise hier ist es natürlich anders an jeder Strecke. Im Silverstone, da ist ein bisschen mehr Platz. In Monaco ist es echt eng, aber gut, da ist man auch am Hafen, da ist nicht so viel Platz. Aber trotzdem, cool, mal wieder hier zu sein. Die ganzen Motorhomes, da ist jetzt direkt McLaren hinter uns. Motorhomes sind tatsächlich hier und das da oben war nur da, wo die Reifen sind und so weiter und so fort. Hier hinter uns haben wir Red Bull, da unser schönes Motorhome von Mercedes. Schaut euch diesen Kaffee an, erster Kaffee hier von Mercedes, Respekt, Zucker, irgendwie so Brot oder was, nice. Er mag es nicht auf der Kamera sein, aber das ist unser Boss. In einer halben Stunde werden wir eine Garage Tour machen. Is there anything other schedule for today? No, we don't know. Good to see you. How are you doing? You keep changing teams. Yeah. Yeah, going up and up. So, wir sind jetzt vor der Garage. Es geht jetzt gleich in die Tour und dann nehme ich den mit. Hello, hello. You good? How's it going? How's the rest of the gang? Yeah, great to see you. Great to welcome you to the garage. Great to see you. How you doing? Good to see you. Big camera, man. Can I film from the side? No, probably not the steering wheel. Don't touch it.
Leute, das ist so krank. Ich sitze einfach bei Hamilton im Cockpit. Das ist insane. Wir waren jetzt gerade in Lewis Hamilton seinem Auto. Ey, das ist so krank, ehrlich. Wochenende hat sich schon gelohnt. Das ist unfassbar, wirklich unbeschreiblich. So, ich nehme mich mal kurz mit hier ins Motorhome. Hier ist Ground Floor. Jeder im Paddock darf hier reinkommen, essen, ist willkommen. Oben, da gehen wir jetzt hin. Das sind wir normalerweise located. Hier, da haben wir unseren Tisch mit den Jungs. Oben ist auch noch eine Dachterrasse, damit sieht man die Strecke echt gut. Ich glaube, da drüben ist Toto's Office, bin mir aber nicht sicher. Leute, das ist die Aussicht von oben vom Mercedes Motorhome. Natürlich auf die Strecke, wir haben hinten Aussicht auf Radion Rouge. George ist gerade auch hier unterwegs, läuft gerade hier durch. Seht ihr, ja? Going in the left when you came in was better because... Well, that's why I thought it was going to be chaos in the pits. It was, but... It was, like, Lewis was held, but yeah. Also by, like, 3 seconds and the still... The so bad. Now, the only time you use it is if it's aquaplaning on inters. But if it's just a bit wet, then inters are literally 5 seconds quicker. Good stuff, guys. We'll see you tomorrow. Yeah. See you tomorrow. So, wir sind jetzt hier beim Pit Lane Walk. Wir haben hier hinten schon Alpine draußen. Unser Auto ist einfach nur zur Show gerade da. Da haben wir George sein Auto. So, hier ist das gute Ding. George seine Maschine. Krass. Mega, mega geil. Wir haben neue Upgrades zum Sidepod. So, sieht richtig, richtig geil aus. Ich darf leider keine On-Track-Action zeigen, so funktioniert es leider hier. 2,5 Minuten sind verbleiben. Genau vor mir ist die Boxengasse. Die Ausfahrt, deswegen ist hier so laut. Und die gehen jetzt alle raus für ihre letzte Outlap für Q3, wo es um die Pole geht. Deswegen Daumen gedrückt für Lewis und George. Verstappen hat es auf die Pole gehauen mit 8 Zehntel Vorsprung. Das ist einfach nur geisteskrank, was der Mann macht, ehrlich. Lewis P4 mit Rip Penalty von Verstappen. P3, also ist nicht mal so schlecht. Bei George lief es nicht so. Leclerc auf P2 und damit auf Pole. Pollys rum. Und hier ist gerade die Media Section. Ich weiß gerade nicht, ob irgendwelche Fahrer interviewt werden. Vorhin war schon Danny Rick da. Habe ich nicht gefilmt. Schaut mal, wer hier ist. Willst du ein typisches Intro machen? Ja, hallo, liebe Marcel Kiefer. Magazin. Aus dem Kiefer-Magazin, Freunde und Formel 1-Fans. Grüß euch. Legende vom Motorsport-Magazin. Alle schön abonnieren und natürlich. Glocke aktivieren. Und wie bei Marcel natürlich auch. Und Print-Magazin. Wir fahren jetzt auf diese Truck-Tour und es fängt an zu regnen. Immer dasselbe. Bad RNG. I mean, it's always exciting here at Spa, especially into Turn 1, we're literally just behind you now, you can see into Turn 1 how narrow it is on the exit as well. Such a slow corner for the first corner. This is the majority of it, especially for the first incline this year. We climb the hill now, the truck shifting down a couple of gears and the hill goes all the way up. But yeah, if you take a look back now, you can see the sight. You don't see anything. It's really just amazing, all these cars flying down to Turn 1. It's a very short run into their first corner. Leute, wie krass ist das, bitte? This is so amazing. Wir sind jetzt fast am Ende, wir sind noch auf der Stadt Zielrad. Ich weiß nicht, ob wir durch Kurve 1 fahren werden. Ah doch, cool. Wir sind die Startlichter. They've got way to our lovely fans over there, you know, giving us all away. Das war so geil, Leute, ehrlich. Ich will jetzt einfach nur eine Runde in einem schnelleren Auto fahren auf der Strecke. Tag 1 ist vorbei, theoretisch. Das war unsere letzte Action, die wir vorhatten. Morgen geht's weiter. The fuck?
Spielmann. Guten Morgen, es ist Samstag. Heute Sprint Shootout, Challenges, Sprint und Action. Ich bin müde. So, wir gehen jetzt zum Pitlane Walk. Challenge habe ich gemacht, war aber schwer. Wirklich, die Challenges waren insane schwer. Guck mal, wen wir hier haben, die Sandra von Sprint Deutschland. Wir haben jetzt kurz eine kleine Session mit dem Simulator im Paddock Club und eventuell wird es ausgestrahlt. Wissen wir noch nicht, hängt davon ab. Naja, wir machen das natürlich dann, wenn auf der Strecke nichts los ist und wir so ein bisschen überbrücken müssen. Vielleicht habt ihr das ja 2021 gesehen, als 3 Stunden lang kein einziges Auto auf der Strecke war. Und wir haben aber trotzdem brav weitergesendet. Und da ist sowas natürlich pures Gold, ne? Nee, mega cool. Hab mich gefreut. Ja, mich auch. War super. So, ich hatte gerade mein Rennen hier bei der F1 Sim Racing Booth, wo die ganzen Simulatoren stehen, Sin Assist an und so weiter und so fort. Ich muss in Alpine fahren. Jack hat mich geschlagen. Assist King. Endlich mal deutsche Unterstützung hier. Cedric ist auch bei uns im Team. War früher mal E-Sports-Fahrer. Die Fanzone, die war echt geil. So viele von euch tatsächlich gesehen. Dani und ich und jetzt mit Toto im Hintergrund. So, wir sind beim Sprint eingeladen, dass wir genau hinter Toto sitzen. Es dürfen nur so Leute wie Brad Pitt und keine Ahnung wie. Deswegen, es wird heftig. So, ich bin jetzt gerade im Debrief. Darf hier reinhören. Das ist echt cool. Danach ist der Tag auch schon wieder vorbei, dann ist schon wieder Sonntag und dann ist das Rennwettenende eigentlich auch schon wieder rum. Im Sprint war ich hinter Toto Wolff in der Garage. Er hat uns eingeladen, hat mit ihm gequatscht übers Rennen, auch über den Incident mit Lewis, analysiert. Ey, ist so verrückt, ehrlich. Also, krank. Total krank. Es ist einfach so geil hier. Jan und ich machen jetzt noch einen Trackrun hier in Spa. I'm gonna be faster than Marshall. Yeah, you will be, to be fair. But it's gonna be alright. This angle is insane. Guys, I'm already cooked. It's the end of the Camel Straight, Sector 1. This is all uphill. Why is it flat in the game? Lovely. So much nicer, man. No RNG. It's so flat. Finally downhill. Imagine going downhill with an F1 car flat out. All right, boys. Esports driver doesn't take the same line. We're taking the esports line. It's not long anymore. We're entering third sector in a bit. Probably gonna be another 10-15 minutes of running. Honestly, Toto, I don't know if you're watching this video. If you do, please subscribe to my channel. No, just kidding. He's one of the kindest persons ever. Usually just really close friends, like famous stars, are allowed to experience what we've experienced today of standing behind Toto and the team in the garage. Not in the viewing area, but literally where the team is operating. So it's a lot of trust. For first time being with the team at a GP, I have never expected anything like this. Totally, she said, yes, of course you guys are driving on the sim, but of the level you guys compete, it's more than just gaming, it's a sport. He literally said, it's a sport. If leader like Toto Wolff is telling you it's a sport, you better believe it's a sport, right? This whole journey here motivated me so much more to push, especially fight for my dreams of becoming a real life racing driver. To make it to Formula One, I still have the dream. I know I'm getting older and it might not be easy, but as long as I'm still breathing, this is not gonna stop. I'm not gonna give up. We're gonna make it, guys. So to each and every single one of you out there, I'm very grateful. Today has been amazing. Thank you so much to Mercedes, to Formula One, to the esports team, to every single one of you out there, because without you, who knows if I would be here? Who knows if I would get these opportunities? You guys are amazing. I love you so much. And Cody should patch the marbles because there are none. We added 6.2 kilometers, 170 heart rate. Even if you don't like running, get a bike. There he is. Mesdames et messieurs, dans quelques instants, l'hymne belge va être interprété par Antoine Dupont. Le podium. He won. Yes. Ladies and gentlemen, in a few moments' time, the national anthem of Belgium will be sung by Antoine Dupont. I will see you tomorrow. Have a good night. Das letzte Mal beim Hotel hier in Maastricht und jetzt geht es nach Belgien, Bar Race Day. Ich habe hier meinen kaputten Koffer, Rucksack, weil nachher geht es direkt von der Strecke an den Bahnhof. Es muss alles schnell gehen, weil der Verkehr hier echt wild ist. Man sieht auch heute, hier ist viel mehr los. Jetzt geht's ab wieder ins Paddock zum Motorhome. Erstmal Kaffee trinken und dann langsam ready für Action. So, schau mal, es hat noch geklappt am Sonntag. Ich habe das ganze Wochenende, sind wir uns irgendwie aus dem Weg gegangen, weil wir uns nicht leiden können. Ja, und ja, also du warst ja ständig im Simulator und hast Sachen erklärt.
erklärt unter anderem, ich saß, also das ist von hier aus hier hinter diesem Gebäude da, da ist die Commentary, da saß ich meistens und somit haben wir viel zu tun gehabt dauernd. Ne? Aber die Legende, Sascha. Na ja, die Legende. Ich liebe den Mann. We're currently at a meetup and got a few hats and we have fans here. But I don't like his hat. So, do you want a Mercedes hat? Du willst halt. He's taking one. Ah. Kommt hier rüber. Rüberziehen, sonst sitzt. Ah ne, warte, das sieht man ja gar nicht. Das ist hoch. Ainsi que nos amis du Formula One Store. Hello! Sir Lewis Hamilton. You have never bitten my car. How tall are you? 2 meters tall. Not ideal. Yeah. But George somehow fits in, but you're way taller than George. And this guy sat in your car. Yeah. So he did? Yeah. If something goes wrong, it's his fault. No? Yeah. Okay. Sorry. When you sit in the car yesterday? Oh, no, we need to go. Yeah. You're looking so far ahead. I've got something. No, no, no. On the simulator, you've got the screen, so you're probably... Yeah, perception's different. Thank you very much for your time. Yeah, no, all the best. So, wir sind jetzt noch kurz Pitlane Walk vom Rennen mit Dani. Dani! And it starts raining, of course. Es regnet schon wieder. So, wir sind jetzt schon losgegangen. Rennen geht noch hin. Hinter uns weiter, die letzten 4 Runden. Aber wir gehen jetzt, bevor der ganze Verkehr, war ein geiler Tag. Lewis Hamilton, Meet and Greet, Fanzone und eben das Rennen. Ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen. Vielen Dank. Und an euch da draußen, bis zum nächsten Video. Euer Marcel. Peace.